Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Unboxing-Video hier bei Gate to the Games. Und heute haben wir für euch das brandneue Shining Victories Display, der Nachfolger von dem super beliebten Breakers of Shadow. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben wieder eine richtig coole Edition. Wir haben einen Haufen neuer Themendecks. Die blauäugigen Karten kehren zurück, was ich richtig cool finde. Wir haben auch wieder ein neues Toon-Monster dabei, was für mich Oldschool-Fan sozusagen mega geil ist. Ansonsten haben wir noch die Lunalicht-Karten, wir haben Pendelkarten, wir haben Künstlerkumpel, Amorphage, wir haben ein paar neue Themendecks, wie gesagt. Ich bin sehr gespannt, wir schauen mal rein. Sehr coole Edition, wie es scheint. Wir sind gespannt, wie sich das alles noch entwickeln wird. Und machen das Display einfach mal auf. Vielleicht haben wir auch noch ein paar schöne Cosmo-Karten hier drin. Da gibt es ja auch ein paar. Und dann sage ich euch ein bisschen noch was zu den Werten und wie unser Pulso war. Es ist wieder so wie bei Breakers of Shadow, dass wir... dass wir eine Rare und eine Rare oder seltener im Booster haben. Das heißt, die neue Seltenheitsverteilung. Es gibt auch keine Ghost Rares mehr, das wisst ihr alles schon. Und wir legen direkt los. 24 Booster findet ihr alles bei uns im Shop. Display für 52,90. Findet das woanders günstiger, schreibt uns eine Mail, dann kriegt das günstiger. Wir versuchen da immer die günstigsten zu sein. Ansonsten haben wir hier noch die Einzelkarten bei uns im Shop und die Booster natürlich. Und was euch da so erwartet, das schauen wir uns jetzt an. Link in der Beschreibung unten, wenn es euch interessiert. So, hier fangen wir an mit Booster Nummer 1. Da haben wir gleich die erste blauäugige Karte, nämlich den Meister mit den blauen Augen. Dann haben wir die Käfermatrix, Würfelops, Schwarzflügel, die Kai der böse Wind. Das heißt auch eine Schwarzflügelkarte wieder. Geist der Herbstwinde, unsere erste Rare. Und hier haben wir gleich den Drachengeist des Weißen, eine der ersten wieder mal blauäugigen Karten. Wobei das jetzt nicht blauäugig ist, aber es ist natürlich der Drachengeist des Weißen da. Brauche ich nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall schöne Karte, kostet so zwischen 8 und 10 Euro im Moment. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Unsere erste Ultra Rare, sehr schön. Dann haben wir hier den Getrivri Anker, den Dino-Nebel Spinos. Dino-Nebel ja auch super beliebt. Weltmeister im Karottengewicht. Das heißt, wir haben wieder mal ein paar sehr lustige Kartennamen dabei. Falls es euch interessiert, die lustigsten Yu-Gi-Oh! Kartennamen haben wir im Blogartikel geschrieben. Wobei das natürlich subjektiv ist. Schaut da gerne mal rein, es gibt ja ein paar echt witzige Karten. Und in den Kommentaren wurden auch schon noch ein paar richtig gute Kartennamen gesagt, die wir ganz vergessen hatten. Egal. Off-topic. Was ist denn los mit mir heute? So, hier haben wir den Digitalkäfer Skara-Lüfter. Überfallraptor Rachegeier. Das kommt davon, wenn man über seine eigenen Wörter stolpert. Den Käfernotfall, auch eine sehr geile Karte. Künstlerkumpel, buntäugiger Lichtphönix. Sehr schön. Hier fangen wir gleich an mit unserer ersten Secret Rare, dem Cosmo Dunkelplaneten. Kostet um die 20 Euro, bisschen weniger. Sehr schöne Karte, erinnert natürlich ein bisschen wahrscheinlich an den Todesstern. Die Cosmos sind ja alle so ein bisschen an Star Wars angelehnt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Getrivria Wechsel, Wunder-Exis, Amorphage Stolz, das ist eins der neuen Themendecks. Und den Digitalkäfer Kokongdenser. Weiter geht's mit Lunalicht Tiger, ebenfalls ein neues Themendeck. Wieder die Käfermatrix, Leuchtfeuer des Weißen, Lunalicht Wolf, Donnerkönig, der Blitzschlag-Kardio und nochmal Drachengeist des Weißen, schon das zweite Mal, zweite Ultra-Rare, Digitalkäfer 1000-Bit, Ryo Okami und die Cosmo-Trauer. Weiter geht's mit Fortissimo, wieder der Meister, der Beschützer mit den blauen Augen, Amorphage Knight. Der Weise mit den blauen Augen, auch eine sehr schöne Karte. Ich glaube, die liegt auch so bei 8 Euro ungefähr. Nagelt mich nicht drauf fest. Wahrscheinlich, wenn ich das Video hochlade, haben die Kartenwerte sich schon wieder geändert, nach oben oder unten. Begrenzte Karten. Soweit ich weiß, ist das eine der Shortprint Commons. Insel des Feuerkönigs. Wieder Wunder-Exis und nochmal der Stolz. Hier haben wir jetzt den Überfallraptor Schmerzlanius, Würfelverwertung, nochmal die Schwarzflügelkarte, Lunalicht Wolf, magische Kavallerie von Xulup. Xulup, sehr schön auszusprechen. Hier haben wir die standhafte Verbindung, unsere nächste Ultra Rare. Das ist keine der teureren, die ist auf jeden Fall unter 5 Euro.
Aber den genauen Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Die habe ich eher von den teureren Karten. So, den Vex hatten wir schon. Da haben wir die Büroboter Basis und den Anker nochmal. Lunalicht, lila Schmetterling, Leuchtfeuer, Lunalicht, Reinkarnationstanz, Geschwindigkeitsruiden, Denden, Daiko Duke, die amorphage Person, eine weitere Ultra Rare, die ist auch nicht so teuer, 2,50 ungefähr. Zu voller Größe wachsen, nochmal der Digitalkäfer, die hatten wir auch alle schon. Und bei den Commons werden wir jetzt wahrscheinlich die meisten schon gehabt haben, deswegen kann ich die wieder einmal überspringen. Künstlerkumpel Glülux, Super Anti-Cardio Kriegsmaschine Mecha, nee, Dogoran, no, nicht Dragoran, das ist ein Pokémon. Hier haben wir den glühenden Rotdrachen, Erzunterwäldler König Elend, auch eine Ultra Rare, die jetzt nicht so teuer ist, auch ungefähr so 2-3 €. Dann haben wir hier Digitalkäfer Kernkohlweiß, auch wieder mal ein super geiler Kartenname. Schlecht gezielt und nochmal der 1000-Bit. Lunalicht, schwarzes Schaf, Überfallraptor, Boosterkauz, der Meister, Dino-Nebel-Ausbruch, Amorphage, Völlerei, nochmal Drachengeist des Weißen und der Digitalkäfer Netzlöter. Dreimal Drachengeist des Weißen in einem Display, das ist natürlich nicht schlecht. Nicht schlecht, da hätten wir unser Playset zusammen. Also wenn ihr die braucht, kauft euch ein Display und mit Glück habt ihr das ganze Playset voll. So. Lunalicht, weißes Kaninchen, lila Schmetterling, hatten wir alle schon. Rangsteigerungszauber, Sprungkraft. Lunalicht, Panzertänzerin. Da haben wir wieder eine Ultra Rare nochmal. Das ist aber auch eine der, die nicht so mega teuer ist. Sieht aber trotzdem sehr schön aus. Würfelo, erinnert mich an Eichelo und Zäpfelchen. Gendo, der asketische Mönch. Und den Rest hatten wir. So, Schmiede des wahren Drachos. Hochgeschwindigkeitsroid Puzzle. Amorphage Unzucht. Da haben wir schon wieder eine wertvollere Karte. Die kostet, naja, gut, 5, 6 €. Aber und eine der Amorphagen Ultra Rares sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Ist so halb Drache, halb Skorpion, Kosmotrauer, Amorphage Zorn, den Rest hatten wir. Bin mal gespannt, was das für einen Einfluss auf das Meta haben wird, die Edition, ob wir da einen Wechsel an der Spitze sehen. Mal gucken. Hier haben wir Mausoleum des Weißen, der Sternstaub, Cypher, Götterdrache, eine weitere Ultra Rare. Ryo-Okami, begrenzte Karten und Insel des Feuerphönix. Der Sternstaubdrache übrigens um die 4 € im Moment. Wie gesagt, das wird sich alles in den nächsten Tagen und Wochen nochmal ändern. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren wird sich dann zeigen. Hier haben wir die magische Kavallerie nochmal von Schluck-Schlupp oder so ähnlich. Standhafte Verbindung nochmal als Ultra Rare. Zwergstern, Drachenplaneter, den hatten wir noch nicht und den Rest hatten wir schon. Hier haben wir jetzt Lektor-Pendulum, der Drachoberherr. Auch ungefähr 4 €. Engelstrompeter, wieder eine Shortprint-Kamen. Überfallraptor Rachegeier ist auch neu. Super Anti-Dingsbums hatten wir schon. Hier haben wir uns nochmal eine richtig schöne Karte. Ein Synchro-Monster und zwar den blauäugigen Geisterdrachen. Sieht auch mega geil aus. Das ist auch eine der Karten, die jetzt schon ein bisschen teurer ist. Und zwar, wie war das nochmal? War das die eine? Ja, nee, das müsste die sein, so für 2025. Teilweise auch für 30. War nämlich sehr schwankend, sehr stark schwankend bei dieser Karte. Werden wir sehen, wie sich der Preis dieser Karte entwickelt. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus für jede Blauäugig-Fans und für jede Fans vom Weißen Drachen. Ist das natürlich ein absolutes Muss. Ich finde, wir haben schon zwei sehr schöne Secret Rares hier gezogen. Mal schauen, was noch kommt. So. Den Rest hatten wir auch schon.
Jetzt kann er wahrscheinlich relativ schnell durchgehen. Hier haben wir jetzt noch den weißen Stein der Uralten. Ungefähr 8, 9 oder 10 Euro bisher. Sehr schöne Karten. Wir kennen ja den weißen Stein der Legende und so weiter und so fort. Hier haben wir den weißen Stein der Uralten als Ultra Rare. Künstlerkumpel, buntäugiger Lichtphönix hatten wir, glaube ich, schon. Luna Licht Panzertänzerin hatten wir auch schon. Dino Nebel Spinos. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Dino-Nebel-Spinos schon mal hatten. Ich halte es nochmal hin. Ein weiteres Dino-Nebel-Monster für das Dragon Mist-Deck. Künstlerkumpel Muschelkrabbe ist auf jeden Fall auch noch neu. Künstlerkumpel buntäugiges Einhorn. Und dann haben wir hier nochmal den glühenden Rotrachen Erzunterwäldler König Elend. Für Roboter 9. Ziemlich viele Ultra-Rares dabei. Was natürlich alles andere als schlecht ist. Aber ich habe das Gefühl, hier sind sowieso mehr Ultra-Rares drin, sodass man die Ultra-Rares öfter hat als die Super-Rares. Dann haben wir hier die Blütenprima, der musikalische Chor. Amorphe Person hatten wir auch schon. Was gibt es denn noch für Karten für schöne? Es gibt noch den Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Das ist die teuerste Karte im Set, kostet so um die 40 Euro. Dann gibt es noch die Kosmol Dunkeldame für 35 Euro, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Und den blauäugigen Zwillingsausbruchdrachen, der ist auch noch ein bisschen teurer. Und der Kristallflügel-Synchrodrache, das sind so alle Karten, die 20 Euro aufwärts sind. Also wenn ihr die dabei habt, habt ihr echt ein gutes Händchen gehabt. Hier haben wir nochmal den König Elend. Und die Akte Kaju. So. Nochmal Cypher Götterdrache. Tenma Taitei, ja doch so. Eine Rare, nochmal die standhafte Verbindung. Weltmeister im Karottengewicht, jetzt haben wir noch drei Booster. Noch eine Secret Rare, schön. Amorphage Knight, nochmal die Panther-Tänzerin. Also wir sehen schon, dass das Seltenheitsverhältnis hier umgekehrt scheint und wir irgendwie mehr Ultra-Rares haben als Super-Rares. Hier haben wir schon wieder eine Ultra-Rare, wieder Cypher. Und dann haben wir nochmal die Panther-Tänzerin. Und das war's. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben auf die Seltenheitsverteilung. So, das kommt erstmal zur Seite. Alle Einzelkarten natürlich bei uns im Shop zu kriegen. So, unsere Secret Rares sind Cosmo Dunkelplanet und der blauäugige Geisterdrache. 25 und ja, runden wir mal auf 20 ungefähr, plus minus 5. Sind wir bei 45 Euro für die beiden Karten, haben wir das Display fast schon wieder raus. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch einen ganzen Haufen Ultra Rares. Zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Ultra Rares, keine einzige Super Rare. Frage, ist das beabsichtigt oder nicht? Ich denke eher, dass das nicht beabsichtigt ist, denn Ultra Rares sollen ja eigentlich seltener sein als Super Rares. Jedoch haben wir das in den anderen Displays auch so erfahren, dass die Ultra Rares irgendwie wesentlich häufiger verteilt sind. Ich meine, wenn ihr euch das mal anschaut, dann haben wir hier allein 1, 2, 3, 4 mal Lunalicht Panzertänzerin, dann haben wir den Sif ganz schön oft und auch den Drachengeist des Weißen. Ich meine, es ist natürlich eigentlich voll geil, wenn die Ultra Rares gewollt sind für euer Deck. Aber jetzt hat man irgendwie das Gefühl, dass die Super Rares so schwer zu bekommen sind wie eigentlich die Ultra Rares. Aber ich muss nur sagen, ich finde es natürlich cool. Und ihr werdet es natürlich auch wahrscheinlich cool finden, weil es natürlich, weil man mehr kriegt für sein Geld. Wenn wir jetzt bedenken, dass wir allein von den beiden Karten ungefähr das Display raus haben, oder nicht ganz, dann haben wir hiermit auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schnitt gemacht. Ja.
Das war unser Unboxing-Video zum Shining Victories Display. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal, ob das bei euren Displays auch der Fall war, dass ihr so extrem viele Ultra-Rares dabei hattet und irgendwie keine Super-Rare. Das interessiert mich auf jeden Fall mal brennend. So, und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, euch hat es gefallen. Schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei oder auf dem Blog oder bei Facebook. Wir sind da überall sehr aktiv. Da gibt es viele Infos zum Kartenspielen, Meta-Analysen, Deckvorstellungen und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn euch das interessiert. Packe ich euch alles unten in die Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Sage ich zum dritten Mal und freue mich auf das nächste Video und sage bis dann.